Willkommen beim Online-Workshop zum Thema Urlieferungen in Florida. In diesem Workshop zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie ganz einfach Urlieferungen erstellen, wie Sie den Urvorverkauf nutzen und wie Sie effizient mit Vorlagen arbeiten können. Bevor Sie mit Urlieferungen beginnen, ist es wichtig, dass Ihre Artikel bereits im Katalog erstellt wurden. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, schauen Sie sich zuerst den Online-Workshop zum Katalog an. Wenn Sie nur die Urfunktionen nutzen und Ihre Artikel nicht über den Direktverkauf verkaufen möchten, können Sie in Florida den Urmodus aktivieren. Dies sorgt für Klarheit und schließt Direktverkaufsmöglichkeiten aus. Das Menü auf der linken Seite wird durch die Aktivierung des Urmodus deutlich kompakter. Sie können den Urmodus aktivieren, indem Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Einstellungen klicken. Wählen Sie dann System und wenn der Schieberegler grün ist, ist der Urmodus aktiv. In diesem Video lassen wir die Einstellungen im erweiterten Modus. Sie können Voreinstellungen für die Erstellung von Lieferscheine festlegen. Diese finden Sie unter Einstellungen, Voreinstellungen und dann Abwicklung. Wenn Sie diese Einstellungen hier vornehmen, müssen Sie diese bei der Erstellung eines nächsten Lieferscheines nicht erneut eingeben. Es besteht auch die Möglichkeit, zusätzliche Optionen zu aktivieren, beispielsweise Hinweise, die Sie dem Auktionator zukommen lassen können. Beginnen wir mit der Erstellung einer Urlieferung. Sie können über das Menü auf Angebot und dann auf Ur gehen. Klicken Sie anschließend auf Urlieferung erstellen. Wählen Sie den richtigen Absendestandort und Versteigerungsstandort aus. Das Versteigerungsdatum ist standardmäßig der nächste Versteigerungstag, den Sie ändern können, wenn Sie im Voraus arbeiten möchten. Wählen Sie dann die Versteigerungsgruppe. Wenn Sie nicht wissen, zu welcher Versteigerungsgruppe Ihre Artikel gehören, wenden Sie sich zur Sicherheit bitte an Ihren Auktionator. Optional können Sie den Spediteur hinzufügen, Sie können ihn auch offen lassen. Wir haben weiterhin die Wahl, eine 1-Partie, eine große Partie oder eine Mix-Partie-Lieferung zu erstellen. Wenn Sie eine 1-Partie-Lieferung erstellen, handelt es sich um eine Lieferung von 1 Ladungsträger mit 1 Artikel. Wenn Sie sich für eine große Partie entscheiden, bedeutet dies die Lieferung mehrerer Ladungsträger, aber immer noch mit einem Artikel. Wenn Sie sich für eine Mixpartie entscheiden, können Sie mehrere Artikel hinzufügen, sofern diese auf einen Ladungsträger passen. Um einen Artikel hinzuzufügen, können Sie zwei Dinge tun: suchen Sie den gewünschten Artikel in der Suchleiste oder klicken Sie auf die Taste zum Katalog. Über den Katalog können Sie mehrere Artikel gleichzeitig auswählen. Um den richtigen Artikel schneller zu finden, können Sie nach dem Klick auf den Trichter die Suchleiste oder die vielen Filtermöglichkeiten nutzen. Wenn Sie mit der Auswahl der Artikel fertig sind, klicken Sie auf Bestätigen. Nun können Sie pro Artikel angeben, wie viele Verpackungen Sie liefern möchten, wie viele Stück sich in einer Verpackung befinden und wie hoch der Mindestpreis pro Partie ist. Wenn Sie die Urfunktion in Florida nutzen, haben Sie auch die Möglichkeit, Vorlagen zu verwenden. Mit Hilfe von Vorlagen können Sie die Zusammensetzung eines Lieferscheines speichern und später wieder verwenden. Dies kann viel Geschwindigkeit und Bequemlichkeit bieten. Wenn Sie dem Brief einen oder mehrere Artikel hinzugefügt haben, wird die Taste als Vorlage speichern anklickbar. Klicken Sie darauf. Sie können nun angeben, ob Sie eine vorhandene Vorlage überschreiben oder eine neue Vorlage erstellen möchten. Erstellen Sie eine neue Vorlage. Geben Sie ihm anschließend einen erkennbaren Namen, damit Sie ihn schnell wiederfinden. Klicken Sie auf Speichern, damit Sie die Vorlage von nun an beim Erstellen eines Urlieferscheins immer verwenden können. Während Sie Ihre Urlieferungen erstellen, können Sie den Urvorverkauf sofort ausfüllen. Mit Urvorverkauf können Sie Blumen oder Pflanzen in kleinen Mengen verkaufen, oft zu einem günstigeren Preis als an die Ur. Dies gibt Käufer völlige Flexibilität und kann problemlos detaillierte Einkäufe tätigen. Sie können maximal 50% Ihres Angebots für die Ur über den Urvorverkauf von 12 Uhr mittags bis 5 Uhr und 55 Minuten am nächsten Tag, kurz bevor der Urprozess beginnt, verkaufen. Dies machen Sie im Feld des Urlieferung Urvorverkauf ist angegeben. Wenn Sie dann auf Drucken und Senden klicken, ist der Brief fertig und Sie haben die Urlieferung endgültig gemacht. Wenn Sie beim Ausfüllen des Urlieferung das Feld Urvorverkauf leer lassen, können Sie im Nachhinein noch den Preis für den Urvorverkauf eingeben.
Klicken Sie im Menü links auf Angebot, dann Uhr und dann Uhr vor Verkauf. Sobald Sie den Lieferschein verschickt haben, sehen Sie hier die Artikel zum Uhrenvorverkauf. Geben Sie die korrekten Preise ein und klicken Sie auf Speichern. Hier können Sie auch die Einstellungen zum Uhrenvorverkaufsprozentsatz vornehmen. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte, gehen Sie zu den Einstellungen und geben Sie dann den Prozentsatz ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Anwenden. Nachdem Sie einen Lieferschein erstellt haben, möchten Sie möglicherweise später etwas ändern. Mit der Uhrfunktion in Floride ist es möglich, Lieferungen zu korrigieren und zu stornieren, auch wenn diese bereits zur Versteigerung gesendet wurden. Gehen Sie im Floride-Menü auf Abwicklung, klicken Sie dann auf Lieferungen und gehen Sie dann zu Lieferscheine. Hier sehen Sie eine Übersicht aller von Ihnen erstellten Uhrlieferungen. Hier können Sie einstellen, ob Sie eine Übersicht pro Tag, pro Woche oder pro Monat sehen möchten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach Auktionen zu filtern und nach Liefernummer zu suchen. Suchen Sie den Lieferschein, den Sie korrigieren möchten, und klicken Sie darauf. Sie sehen nun, was aktuell auf dem Brief steht. Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen vor, zum Beispiel die Anzahl der Verpackungen ändern. Nachdem Sie die Änderung eingegeben haben, klicken Sie unten auf die Taste Korrektur senden EAB. Die Korrektur wird nun an die Versteigerung übermittelt und Sie können den neuen, korrigierten Brief sofort ausdrucken. Klicken Sie hierzu auf den Lieferschein ausdrucken und dann auf den Drucker-Taste. Sie können einen Uhrlieferschein auch über Floride stornieren. Sie können dies im selben Bildschirm wie die Korrekturen tun. Suchen Sie den Lieferschein, den Sie löschen möchten. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Lieferschein und wählen Sie Löschen aus dem Menü. Ich hoffe, dass Sie nach dem Ansehen dieses Online-Workshops mit der Erstellung von Uhrlieferungen in Floride beginnen können. Haben Sie irgendwelche Fragen? Bitte wenden Sie sich an den Floride Support. Viel Erfolg!